Und willkommen zurück bei Let's Play Koudelka. So, ich erzähle gar nicht lange. Wir machen direkt weiter. Wobei, ich könnte mal gucken, ich habe da eine Axt gekriegt. Habe ich ihn jetzt gemacht? Ach so. Revolver? Nee, ein Revolver. Doch, sie ist ja eine Fernkämpferin, ne? Haben wir nichts von. Haben wir auch noch nichts. Haben wir auch noch nichts. Okay. Blättern wir mal. So, der hat ein normales Messer. Eine Vitalaxt. Geschwindigkeit wird enorm weniger vital mit den Händen. Normales Messer hat er jetzt. Aber die haut rein, ne? 10 mehr. Komm, der kriegt die Vitalaxt. So. Da wird er wahrscheinlich auch noch nichts haben. Ne. Okay, dann war es das jetzt und dann machen wir weiter. Mit dem Steuerkreuz, das ist so. Ach so, Treppen muss ich anklicken, damit ich die hochgehe. Okay. Was haben wir hier? Oh. Pistolenmunitione, habe ich mir befürchtet. Na klar, will ich den mitnehmen. Hallo, fragt doch nicht so. So, Gegenstände leuchten hier. Kann ich hier hoch? Ah, das war kraftig. Ich kann hier hoch. Das ist schön, das ist schön. Oh, Dachboden. Gruselig. Wann kommt wohl der nächste Kampf? Fragte sie. Ging die Treppen hinauf. Und schon kam der nächste Kampf. Nein, ich gehe mal so rum um den Tisch. Da liegt doch irgendwas. Da, guck mal, liegt da nicht irgendwas? Brot gefunden. Möchten Sie den Gegenstand mitnehmen? Ach klar, ich nehme alles mit, was ich kriegen kann. Brot ist, glaube ich, auch für Heilung. Gut. Da sind Betten. Und da ist der nächste Kampf. Ach, was habe ich mich schon drauf gefreut. Und mit wem haben wir es jetzt zu tun? Mit zwei Kakerlaken. Ihr seht, die Herausforderung steigert sich von Runde zu Runde. Tschukalaka, tschukalaka, tschukalaka. So. Aktion Magie. Fire in the hole, ne? Am besten die vordere, damit die schnell den Geist aufgibt. Ja, so was ein bisschen von Schach, ne? Ich werde ja nicht getroffen, wenn die gleich schießt, oder? Ich hau der nämlich jetzt erstmal eine mit dem Beil. Bäts! Ach, und die bekommt er als Lebenspunkt. Ja, das ist ja cool. Ah, very nice. So, und er bekommt jetzt den Rest. Bats! Und schon liegt sie auf dem Rücken. Ja, wonderful. Alter Zucker. Guck. Warten wir. Nein, hau mich nicht. Nein, aua. Vergiftet. Oh. Oh, 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 oh. Heilt das auch Vergiftung? Das testen wir doch jetzt direkt mal. Checkhorn. Anders lernen wir es ja nicht. Vergiftung weg? Nee, immer noch. Gibt's doch nicht. Gut, dann warte jetzt. So. Den mache ich jetzt zu Kleinholz hier. Bats! Dann bewege ich mich mal hier so. Hopp. Mist. Bats! Schubs nicht. Schubsi. Aktion. Warum kann ich nicht angreifen? Ich weiß auch nicht. Objekte. Pistolenmunition. Hä? Bewegen. Geh ich mal zur Seite. Ich weiß nicht, warum ich jetzt. Ah, jetzt kann ich was machen. Angreifen. Shoot me! Bats! So. Weg ist er. Yay! Schwimmt der Mann mit dem Bein. Edward Plunkett. Also schon mal nicht der Cullen, hieß der, glaube ich. Ne, boah, kriege ich ja gruselige Zustände, wenn ich dran denke. So. Bewegung könnte ein bisschen mehr gebrauchen. Glück hat er eigentlich schon gut, ne? 15? Weisheit braucht er nicht. Resistenz? Nö. Oder? Nö. Machen wir lieber mal Geschwindigkeit. So und
So, und so ein bisschen mehr Power hier. Wunderbar, nehmen wir. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, zum Beispiel, was ich besser mal steigern sollte oder so, dann nur zu. Ihr dürft gerne mir Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich guck mal gerade und gleich kommt bestimmt der nächste Kampf, nur weil ich mich umgucke. Aber hier ist nichts, ne? Ich dachte, ich könnte mir die Betten irgendwie angucken oder so, aber... Ach ja, schön ist es, schön. Oh, was ist das denn für ein Vieh? Das ist ja... Oh, jetzt haben sie den großen Bruder geholt. Die Monsterzecke, oder was ist das? Ihhh! Ihhh! Bah! Na, dafür findet man eine Zeckenkarte, ey. Boah! Boah! Und die machen mal hier Feuer unterm Hintern. So, ich bewege mich. Ich beschütze dich. Hau voll rein. Das Biest kann man ja nicht verfehlen. Sieht aus wie so eine Mücke ohne Flügel oder so. Fats! Jawoll! Und da hat sich's ausgemückt. Drecksvieh. Ah, bleibt ja nur noch der kleine Scheißer. Ich gehe mal einen Schritt zur Seite. Ja, ja, beiß mich ruhig. Aber seit wann können diese Viecher vergiften? Ich hau zurück. Wusstest du das schon? Batz! Na gut, das hat sie jetzt nicht so beeindruckt. Dann gehe ich mal lieber einen Schritt zur Seite. Wobei, ne, ich bleib mal hier stehen. Ja, ich warte, ne? So, ich mach Magie für krass. Ich hab nichts mehr Power für Magie. Oh, MP0, das ist nicht gut. Das ist gut. Normale Messer. Revolver 5 von 6 Schuss. Machen wir das Messerchen. So, und dann schnitzen wir das Vieh doch mal, oder? Weil bei so kleinen Viechern möchte ich nämlich eigentlich nicht die Munition verschwenden. Boah, Drecksvieh. Bats! Der lebt ja immer noch. Unverschämtheit. Aktionen, angreifen! Schlitz ihn. Bats. Ich sag zu oft Bats, oder? Bats. Bang. Boom. Ach ja. Die Frisur hält. Nee, sieht schön. Also die Grafik erinnert schon doch sehr an so Resident Evil 1 vielleicht. Ein bisschen besser als 1, oder? Ich weiß nicht. Ich habe eins nur kurz gespielt, war mir damals schon zu gruselig. Geh mal hier lang. Wieso habe ich keine Karte? Das nervt mich gerade. Konnte ich da jetzt noch lang? Wenn ich da jetzt wieder nach oben gehe, dann kommt wieder so ein Vieh. Aber die Fliesen gehen doch da links weiter, oder? Hier so. Hier ist aber nichts. Okay, dann gehe ich. Ja, war klar. Ach, dezent nervig. Jetzt schon? Nein, natürlich. Ich habe Spaß. Was ist das denn? Fliegende Stühle, ne, ihr seid schön. Und irgend so ein hoppelnder Messermann. Fliegende Stühle, ne, ihr seid schön. Ich habe immer noch keine Magie. Wieso habe ich denn keine Magie? Na toll. Okay, warte. Dann wechsle ich jetzt doch mal zu dem Revolver. Und, ne, ich bleib, glaube ich, hier stehen. Ja, ich bewege mich. Ich glaube, vertikal kommt man auch schlagen, oder? Vertikal? Kannst du vertikal schlagen? Ja, kannst du. Machst du alle. Zip! Nee, hat sie noch nicht so beeindruckt. Oh, was ist das denn? Ist das so ein Harlequin-Typ? Ich glaube wohl, ne? Okay, angreifen. Bats. Jawoll, ja. Immer noch nicht beeindruckt. Hm. Aua. Wurde erstuhlt. Ich kann nicht angreifen, weil der Typ im Weg steht, oder? Warte. Gehe ich mal einen Schritt nach dahin. Seht ihr, jetzt kann ich angreifen. Ich will aber nicht die Stühle angreifen, aber ich muss die Stühle angreifen. Okay.
Jetzt, ja, weg sind sie. Ups. Jetzt kommt auch er mal zum Schlag. Oh, 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 der bereitet irgendeinen Zauber vor. Hauen wir mal direkt zu. Der bereitet immer noch einen Zauber vor. Das ist schlecht. Dann versuche ich ihn mal zu erschießen. Yay, hat ja gefunktionuckelt. Das ist schön. Ach, schön ist es, schön. Ja, ja, was soll ich sagen? Ich habe was gefunden, Trockennahrung. Wofür ist denn Trockennahrung gut? Krieg ich mal eine Info hier? Nee, will ich auch mitnehmen, hallo? Mitnehmen. Alles wird mitgenommen. Okay, jetzt weiß ich, dass ich hier nicht mehr lang kann. Das ist hier zu viel eine Karte, die hier liegt? Nee, ne? Doch, was ist das? Klosterkarte. Nein, ich werde bekloppt. Ja, natürlich, mitnehmen. So, die kannte ich jetzt, die konnte ich jetzt hier über das Menü, ne? Lass mal sehen, die Karte. Ach so, ja. Ich denke so, was heißt denn 2,5 T, 2,5 Tonnen? Zweiter Stock, erster Stock. Ah, ich habe keine Ahnung. Aber da ist noch eine Tür neben der Treppe. Gut, dann gehen wir wieder runter. So, ah, die Tür, okay. Die Gegenstände leuchten doch nicht so intensiv, wie ich es gehofft hätte. Ah, ach du Schande. Das sieht jetzt wirklich aus wie bei Resident Evil. Moment, ich schaue mal kurz nochmal aufs Kärtsche. Ich bin ja so ein Kärtsche-Laser, da bin ich. Okay, da ist ein Treppenhaus. Ich komme da weiter in einen Gang und da komme ich dann weiter bis nach oben. Ich kann aber auch die Treppe runtergehen ins Erdgeschoss. Ich glaube, ich gehe erstmal die Treppe runter ins Erdgeschoss, oder? Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee. Eine gute Idee. Erstmal die Treppe runter ins Erdgeschoss. Mir ist die Treppe gruselig. Ah! Hab ich jetzt erschrocken. Ein bisschen zusammengezuckt. Ach, wieder. Papa-Mucke. Ja, was soll das sein? Das ist so widerlich. Bah. Dam, dam, dam. Ich habe immer noch keine MP mehr. Ich muss nachher mal im Menü gucken, was diese Gegenstände bewirken. Ich bräuchte mal was, was meine Magiepunkte wieder anhebt. Ach so, das sind ja jetzt diese Insektendinger. Nee, mach mal weg. Waffe möchte ich wechseln. Ein Lichtmesser, was ist das denn? Das nehmen wir ja mal mit. So, und dann bewege ich mich mal etwas weiter weg. Ran. So. Dann schnetze ich das Vieh doch mal einfach, ne? Jetzt. Wie? Macht nichts? Verstehe ich nicht. Aber der macht was. Zack. Und direkt wieder vergiften hier. Oh, oh, der Magit. Der Magit. Der Zauber. Aua! Was war das denn? Ein Knutscher vom Allerfeinsten. So, dann gehe ich jetzt mal in die Vertikale, in die Diagonale. Ein Lichtmesser. Was? Ah, ich habe das Vieh geheilt. Scheiße. Das war nicht meine Intention gewesen. Aber ich wette, wenn ich den Typen jetzt messere, dann, geht der kaputt. Ich hab dich geheilt, lass mich in Ruhe. Ach, der will schon wieder zaubern, der Sack. Ne? Aua. Ich gehe kaputt hier an diesen beiden Viechern, gehe ich kaputt. Moment. Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil mein PC zeigt mir gerade irgendwie so eine kleine Grafikfehler-Dings da an. Ich hoffe, das macht er nicht in echt. Moment, kleiner Moment, ich muss das mal eben hier checken.
Ja, ich mache den Kampf hier noch eben zu Ende. Ich hoffe, der nimmt den Grafikfehler, den er mir auf meinem PC anzeigt, nicht mit auf. Ach, Aktion war das, ne? Waffe nehme ich jetzt natürlich dann mal eine andere. Dann nehme ich das normale Messer und hau hier mal so ein bisschen ab, ne? Also hier so nach hinten, was überhaupt nichts bringt, weil... Ne, den da kaputt machen, bitte. Bats. Die Axt gefällt mir eigentlich so prinzipiell. Magie? Ich kann doch gar keine Magie... ich kann doch gar keine Magie benutzen. Bewegen. Hier. Dann schnetzen wir das viel mehr. Bats. Nein. Mit den Tasten komme ich noch nicht so ganz klar. Wieso kann ich denn nicht vor... Na gut, komm, dann kriegst du erst aufs Maul. Jetzt. Gut, der ist wenigstens schon mal... Was? Nicht schubsen. Aua. Der schubst. Bats. Ja, super geil. Oh, ja. Ich glaube, wir sollten mal langsam hier fertig werden, weil ich nämlich jetzt bald sterben werde. Na also, das Vieh ist wenigstens weg. Das war, glaube ich, der Dicke, ne? Gut. Das kleine Vieh schnetzeln wir jetzt auch eben. Was? Wieso null? Jetzt noch? Drecksvieh. Gut, dann mache ich dich halt auch platt. Na, also, es geht doch. Also, diese Minikämpfe, die halten echt auf. Boah, ich hoffe, der hat diesen Grafikfehler nicht mit aufgenommen. Ich werde das erstmal abchecken jetzt. Gucken, komme ich jetzt ins Menü, weil irgendeiner aufgestiegen ist? Bestimmt nein. Na gut, ich bin enttäuscht. Gut, ich hoffe, er hat den Grafikfehler, wie gesagt, nicht mit aufgenommen. Ich mache jetzt mal einen Cut und prüfe das. Und dann sage ich einfach mal, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß bei der Folge. Hinterlasst mir gerne einen Kommentar, einen Daumen hoch oder vielleicht sogar ein Abo. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Kudelka. Bis dann. Ciao.